Danke, dass ihr alle da seid. Also es ist offenbar großes Interesse. Es haben sich ja alle offenbar brav durchgelesen, um was es da geht. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, ich gebe euch nur ganz kurz diesen Input, was ist denn diese Förderschiene, Solidaritätsprojekte, und dann reden wir mit unseren Projektleitern, die da aus dem wirklichen Leben was dazu erzählen können, wie das denn so wirklich ist, wenn man sowas beantragt und durchführt. Es ist so, es gibt eben, das habe ich eh schon erwähnt, das haben wir aber noch nicht aufgezeichnet, also es gibt eben diese zwei EU-Jugendprogramme, also zwei EU-Programme von der EU, die dafür da sind, Mobilität und Initiativen und nonformale Lernerfahrungen von jungen Leuten bis 30 Jahren, aber auch von Jugendarbeitern, Organisationen, Vereinen und so weiter zu fördern. Gell? Also internationale Kooperationen, Lernerfahrungen, was auch immer. Es gibt, die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Wir haben einerseits einfach junge Leute, gell? Zwischen 13 und 30 Jahren. Und dann haben wir diesen ganzen Bereich von Menschen, die irgendwie mit Jugendlichen arbeiten oder im Jugendbereich in engerer oder weiterer Hinsicht tätig sind. Die primären Zielgruppen sind eigentlich sogenannte junge Leute mit sogenannten Benachteiligungen oder Herausforderungen, wie immer man das jetzt politisch korrekt bezeichnen möchte. Das ändert sich alle paar Jahre. Unter diese Herausforderungen fallen jetzt nicht nur Leute mit Behinderungen oder so, sondern vornehmlich, also was sehr gern gesehen wird, sind junge Leute mit sozialen Schwierigkeiten, sozioökonomisch Benachteiligte, Dropouts, also School Dropouts, sogenannte NEETs. Also das NEETs steht NEET, not in Education, Employment or Training. Also Leute, die komplett aus dem System rausfallen. Jugendliche mit Fluchterfahrung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber auch Leute, die speziell aus ländlichen Regionen kommen, wo sie nicht so diesen Access haben zu weiterführenden Bildungsmöglichkeiten oder nonformalen Bildungsmöglichkeiten oder persönlichen Entwicklungsentfaltungsmöglichkeiten und so weiter. Das sind so die Zielgruppen. In diesen zwei EU-Förderprogrammen gibt es, wie gesagt, insgesamt 11 Förderschienen oder Projektformate, die gefördert werden. Wir als Regionalstelle beraten das von A bis Z, und das kostenlos und unverbindlich. Und das in jedem Stadium, sage ich einmal. Also egal, ob ich jetzt sage, ich weiß gar nichts, wie kann ich denn Förderungen überhaupt kriegen, für was gibt es Förderungen? Oder wenn man sagt, ich möchte irgendwas machen zum Thema Jugendarbeitslosigkeit und habe überhaupt keinen Plan, was ich jetzt mit diesem EU-Programm damit machen könnte, dann sage ich mal ein paar Möglichkeiten auf. Oder man sagt, ich habe eine Projektidee und wie kann man das konzipieren, damit es förderwürdig wird? Also das alles ist mein Job. Das Ganze dann auch in einen Antrag zu gießen, Projekte dann auch, wenn sie genehmigt sind, zu begleiten, zu supporten und so weiter. Das ist unser Job für die Steiermark, sage ich mal. Ja, und warum gibt es jetzt zwei EU-Jugendprogramme? Also es ist so, es gibt schon viele, viele Jahre, gibt es das EU-Programm Jugend oder es hat dann einmal geheißen Jugend in Aktion. So alle 7 Jahre wechselt die Förderperiode nämlich von der EU und dann heißt es halt wieder anders. Jetzt heißt es gerade Erasmus Plus und in diesem Erasmus Plus ist eben auch dieser Jugendbereich drinnen. Aber vor so 2, 3 Jahren ist der Juncker damals auf die Idee gekommen, machen wir doch was, damit Leute in Europa noch mehr mobil sein können und sich einbringen können und Erfahrungen sammeln können und weiß nicht was. Und außerdem braucht man viele Freiwillige. Er hat dann irgendwie dieses europäische Solidaritätskorps ins Leben gerufen. Und in diesem Solidaritätskorps oder Solidaritätskorps werden gefördert sowohl europäische Freiwilligeneinsätze, also einfach das sind Einsätze, Auslandseinsätze von jungen Leuten für bis zu 12 Monate, die eigentlich super finanziert sein, muss man sagen. Es werden auch sogenannte Jobs und Praktika gefördert. Warte, jetzt muss ich mal kurz wieder was machen. Das ist eine eigene Förderschiene, die allerdings sehr neu ist und wo wir in Österreich mit ein paar Specials noch herumkämpfen.
Und dann gibt es eben in diesem ESK die Förderschiene Solidaritätsprojekte. Das ist eine Förderschiene, um die haben wir lange gekämpft, dass es wieder sowas gibt. Das wurde nämlich mit der neuen Periode ab 2014 abgeschafft, eine Fördermöglichkeit für Initiativen junger Leute auf lokaler Ebene, ohne internationale Partner. Und das ist jetzt die Förderschiene Solidaritätsprojekte, die gibt es jetzt erst seit 2018. Also dieses EU-Programm ESK gibt es in Wahrheit erst seit der Antragsfrist Oktober 2018. Wir haben bis jetzt erst 1, 2, 3, 4, 5 Antragsfristen gehabt. Ist also relativ frisch, aber wir haben schon einige Projekte in der Steiermark laufen, vor allem mit den Solidaritätsprojekten, da waren wir gleich einmal vorne dabei. Das freut mich sehr, dass wir haben schon die ersten abgeschlossenen Projekte. Wir haben derzeit 6 laufende Projekte und zumindest 5 von denen ich weiß, Projekte in Warteschlaufe, die jetzt eingereicht worden sind mit der letzten Frist und wo wir jetzt dann in ein paar Wochen Bescheid kriegen, ob sie gefördert wurden. Was will ich dazu sagen? Genau, also es ist eine recht eine nette, bunte Truppe sozusagen auch. Recht bunte Projekte sind das. Jetzt sage ich euch einmal, was sind so die Eckdaten, damit ihr mal wisst, was ist denn das? Das ist ein Solidaritätsprojekt. Ne? Die Eckdaten sind, manche haben es sich vielleicht durchgelesen, ja, im Mail oder Newsletter. Das sind Projekte von jungen Leuten zwischen 18 und 30 Jahren. So, irgendwer hat einen Ton angeschalten. Bitte Ton ausschalten. Okay, bitte. Der Herr Tippel war das. Passt schon. Jetzt habe ich aber erst, da hat man was gehört, aber ist egal. Die formalen Voraussetzungen sind folgende. Ich brauche eine Truppe von mindestens 5 Personen zwischen 18 und 30 Jahren, die als organisierende, durchführende Gruppe das Projekt leiten, umsetzen. Was will ich sagen? Das Besondere auch daran ist, die müssen keinen Verein gründen. Sie müssen nicht einem Verein angehören, sie müssen auch keinen gründen, keinen haben, nichts. Sie können sich als sogenannte informelle Gruppe formieren. Wir haben auch welche da, jetzt als Beispiel heute bei der Veranstaltung. Also sie können sich als informelle Gruppe formieren, sagen, wir sind die 5 Freunde und wir machen das Projekt XY. Eine weitere formale Voraussetzung ist, also die Projekte müssen mindestens 2 und dürfen maximal 12 Monate laufen. Die Fördermodalität ist folgende. Es wird gefördert pauschal mit 500 Euro pro Monat, wobei ich dazu sagen muss, diese 500 Euro sind nicht an die Monate gebunden, sondern wenn ich jetzt ein 12-Monats-Projekt habe, kriege ich einfach 6.000 Euro für die Umsetzung. Wie ich das Geld einsetze, ist völlig offen, einigermaßen egal, solange ich oder die Truppe eben, solange sich niemand selbst ein Honorar stellt aus der Truppe. Also Sie können das Geld einsetzen für Honorare von Expertinnen, für Mietkosten, Fortkosten, Materialkosten, Postkosten, Werbekosten, whatsoever. Also alles, nur nicht sich selber ein Honorar stellen. Das ist also so eine Voraussetzung von dem Ding. Das ist einmal für die Umsetzung des Geldes. Es gibt noch eine weitere Pauschale, das ist die sogenannte Coaching-Pauschale. Wenn diese Leute sagen, wir haben zwar die Idee, wir möchten was machen, aber wir trauen uns das nicht ganz allein machen, dieses Projekt, können Sie einen sogenannten Coach beantragen. Der Coach hat aber nicht die Funktion eines Projektleiters, sondern einer begleitenden Person einfach, die die Truppe dabei unterstützt, das Projekt durchzuführen. Also unsere Nationalagentur, das Programm und unsere Nationalagentur unterscheiden sehr genau zwischen der Rolle eines Projektleiters und eines Coaches. Ihr habt dazu jetzt vielleicht Fragen, sagt ja, wie denn was? Ich sage einmal,
wenn es konkret wird, bald lobert man das eh aus in der Beratung, ob jetzt in diesem und jenem Projekt ein Coach förderwürdig ist oder nicht, oder ob ihr das Richtige darunter versteht oder nicht. Und selbst wenn man einen Coach beantragt, der nicht förderwürdig ist, weil man was Falsches darunter versteht, wird nicht das ganze Projekt abgelehnt, sondern nur die Coaching-Kosten. Also die 6.000 Euro für die Durchführung kriegt man auf jeden Fall. Sollte ein Coach mit maximal 12 Pauschaltagen im Jahr gefördert werden, warten das noch einmal 2.840 sowas Euro für einen allfälligen Coach dazu. 840 oder 480. Seid ihr nicht besser, habe ich jetzt gerade voll nicht im Kopf. Jetzt muss ich gerade nachschauen. 241 Euro pro Tag mal 12. 2048, irgend sowas. 400 irgendwas. Genau. Was wollte ich noch dazu erwähnen? Das Feine bei dieser Pauschalförderung ist, wie gesagt, es gibt einfach nur eine Pauschale, die kriegt es oder kriegt es nicht. Wenn du es nicht kriegst, wird, also entweder das Projekt wird als ein Ganzer gefördert oder als Ganzer nicht gefördert. Es ist sicher nicht so, dass ihr ein 12-Monats-Projekt beantragt und dann sagt ihr ein A, na, wir gewähren euch nur 6 Monate. Also entweder das ganze Projekt oder gar nichts. Sollte tatsächlich mal was abgelehnt werden, kann man das Projekt wieder einreichen, man kriegt eine Rückmeldung von der Nationalagentur, warum oder was gefehlt hat oder was sie gern anders hätten oder so, dann adaptiert man das, kann es wieder einreichen, also das ist alles keine große Geschichte bei uns. Man kann auch während einer Deadline, während einer Antragsfrist mehrere Projekte einreichen. Ja? Also da gibt es überhaupt keine Limitierungen. Und jetzt zur letzten Auflage sozusagen, formalen Auflage von diesem Solidaritätsprojekt. Warum heißt das Solidaritätsprojekt? Weil die EU sagt nicht, ja, wurscht, was macht's, macht's einfach irgendwas 12 Monate lang, was euch Spaß macht, und ihr kriegt dafür 6.000 Euro für die Durchführung, sondern das Ganze heißt ja Solidaritätsprojekte, weil diese Projekte einen Impact auf lokaler oder regionaler oder nationaler Ebene haben sollen. Das ist jetzt egal, ob ich sage, ich möchte, dass die Leute ein bisschen umweltbewusster werden oder ich möchte, weiß ich nicht, Flüchtlinge integrieren in unsere lokale Gemeinschaft oder ich möchte ein Aufklärungsprojekt für Jugendliche machen zum Thema, weiß nicht, Sexualität oder was auch immer. Es soll einfach einen Input haben, der irgendwie gesellschaftlich relevant ist und der lokalen, regionalen Community zugutekommt. Egal, ob das jetzt Jugendliche sein oder auch ältere Leute, also es kann auch sein, dass man sagt, hey, wir wollen was machen für die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt. Gell? Das ist egal, es soll nur einen Impact haben. Und die organisierende Truppe darf nicht älter als 30 Jahre sein. Wobei wir auch Projekte haben, wo ein Teil der Truppe, der offizielle mindestens 5 Personen zwischen 18 und 30 Jahren waren und einfach noch ein paar Leute dazu, über 30 oder unter 18 Jahren, auch in der organisierenden Gruppe drinnen sein. Die dürfen einem Antrag aufscheinen, die dürfen überall aufscheinen. Sie sind da nicht formal sozusagen, wie soll man das sagen, bei dieser ganzen Registrierung, die man doch halt braucht und so weiter, da scheinen sie halt nicht auf. Gell? Okay, also das waren einmal so der grobe Umriss dieser Projekte. Ich würde jetzt sagen, wenn es dazu Fragen gibt, schreibt es euch bitte auf, merkt es euch, weil ich würde sagen, jetzt gehen wir in diesen zweiten Teil, wo ich bitte, unsere Projektleiterinnen würde ich jetzt dann gern zu Wort kommen lassen. Und zwar haben wir ja da Easy to Nature. Allerdings, Meutzer, ich glaube, bei dir funktioniert ja jetzt muss ich da kurz umschalten, bei der Meutzer funktioniert ja klar wie der Lautsprecher nicht, gell? Ist von der Meutzer sonst jemand an Bord? Ich glaube nicht, gell? Bist nur du. Okay, also von Easy to Nature, wir haben Easy to Nature da, wir haben die SDG-BotschafterInnen da, also Sustainable Development Goals Botschafterinnen und wenn er jetzt nur da, die Lisa ist vom Sprachlab, genau, und hat auch was eingereicht.
nachdem die Meuzer nicht antworten kann für Easy to Nature, gebe ich einfach einen kurzen Abriss. Eigentlich wäre ja interessant dann zu hören, ja, was hat es euch gebracht und hin und wer, aber die gute Nachricht ist, da gibt es ja das tolle Video. Also das eine Projekt ist Easy to Nature, da haben sich 5 Biologiestudierende, Studentinnen, lauter Mädels, zusammengetan und eine Workshop-Reihe initiiert zum Thema, was nicht nachhaltig leben oder wie man das bezeichnen will. Die haben Workshops gemacht, wo man lernen konnte, Putzmittel selber herzustellen, Kosmetika selber herzustellen. Und am Ende haben sie ein unheimlich nettes, ansehnliches, tolles Rezeptbuch, ein Booklet erstellt, das auch im Internet abrufbar ist. Das Projekt ist auch als Best Practice Projekt ausgewiesen auf der Seite unserer Nationalagentur im Sinne von, da gibt es eine nette Projektbeschreibung, dann gibt es sogar ein Video dazu, da war unsere Nationalagentur zu Besuch bei einem Workshop nämlich. Dann haben sie aus meiner Sicht ein sehr nettes und aussagekräftiges Video dazu erstellt. Und das Booklet ist auch verlinkt auf der Seite. Wer von euch meine Mail-Aussendung gekriegt hat, das ist eh da im Mail drinnen verlinkt, das ist auch auf unserer Seite, auf der Veranstaltungsdings verlinkt, aber ich werde es natürlich gern nachher noch einmal ausschicken oder jetzt dann im Chat eine posten, während jemand anderer spricht, wer es eben noch nicht gesehen hat. Nachdem die Meuzer jetzt halt Sprechprobleme hat, sagen wir mal so, empfehle ich euch einfach, schaut euch das Video an. Es dauert einfach, ich weiß nicht, 3:80 oder sowas. Und da ist eh schon viel drinnen. Also einerseits, was haben sie für ein Projekt gemacht und andererseits, wie ist es ihnen damit gegangen. Sehr nett und ansprechend, schaut euch das dann an. Und nachdem wir das jetzt dann kurz besprochen haben und vielleicht manche eh schon das Video von euch gesehen haben, würde ich jetzt bitten, die Lisa das Wort zu ergreifen. Oder sagen wir so, ich habe ja 3-4 Fragen vorbereitet für euch. Machen wir es indem ich improvisiere ja immer so gern. Gell? Also antworten ja. Kann jetzt. Ja, genau. Lisa schaltet jetzt ein und die beiden Leute von den SDG-Botschafterinnen. Ich würde euch jetzt dann einfach bitten, sag's einmal kurz, wie eure Projekte so ausschauen. Was habt ihr so für Projekte gemacht oder laufen gerade? Genau, also wir haben das Sprachlab gehabt. Das Sprachlab war eigentlich ein Nachbarschaftsprojekt zur Vernetzung von der Nachbarschaft des Griesviertels. Und es ging gerade um Sprache, also Sprache zur Vernetzung. Und wir haben uns aber da jetzt nicht groß eingeschränkt, weil wir einfach selbst keine großen Erwartungen hatten, sondern haben gesagt, okay, wir machen erstmal eine Nachbarschaftsveranstaltung und fragen die Nachbarn und Nachbarinnen, was sie zum Thema Vernetzung, zum Thema vielleicht auch Viertel begrünen, gemeinsame Aktivitäten, was ihnen dazu alles einfällt. Und letztendlich haben wir dann Veranstaltungen wie gemeinsames Laufen, viele Kochveranstaltungen haben wir dann gemacht und gemeinsame Frühstücks. Und natürlich auch ein Fokus war halt das Sprachcafé, was auch immer regelmäßig lief. Und ein Nachbar hatte auch noch eine Idee für einen Schach- und Spielerabend. Und ja, genau, das waren dann nachher so die Programmpunkte, die wir regelmäßig durchgeführt haben. Genau. Und weil du gerade sprichst, Lisa, entschuldige die Unterbrechung, mir fällt ein, also meine Kollegin, die Anna, hat ja auch einen super tollen Podcast mit dir aufgenommen. Genau. Den möchte ich auch noch allen empfehlen. Und von denen, die Teilnehmer, von denen ich eine E-Mail-Adresse habe, die kriegen dann auch eh noch ein Mail, also entweder morgen oder am Montag, wo ich auch diesen Podcast dann reingebe. Okay, Lisa, dieses Projekt Sprachlab ist ja schon abgeschlossen, ne? Mehr oder weniger. Genau, wir haben im März 2019 gestartet und man kann ja höchstens 12 Monate das Projekt durchführen. Deswegen haben wir dann im Anfang März 2020 war es dann zu Ende. Aber
Wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir halt für die Veranstaltung selber und auch für die Räumlichkeiten, weil wir uns oft im Büro der Nachbarschaften getroffen haben oder einfach das Viertel an sich versucht haben zu nutzen, haben wir nie wirklich viele Ausgaben gehabt für die Veranstaltung. Daher haben wir uns überlegt, dass wir einfach, sofern es funktioniert für das Team, gerne auch noch weitere Veranstaltungen dann machen. Mhm. Ja, super. Bei euch ist ja ein bisschen was übrig geblieben, gell? Und das Tolle ist ja, dass euch die Nationalagentur eh erlaubt hat, gell, zu sagen, okay, das, was übrig geblieben ist, könnt ihr ja sozusagen spenden oder verwenden fürs Büro der Nachbarschaften, gell? Ja, ich meine, da sind wir uns jetzt halt einfach noch nicht so ganz einig. Einfach durch die Corona-Zeit ist da jetzt so ein kleiner Break gekommen. Und ja, genau. Jeder hatte damit anderen Sachen natürlich auch zu tun. Und deswegen, ja, müssen wir da noch was überlegen. Es war eine Option. Stimmt. Ist mir eingefallen, weil ich auf der anderen Seite gesagt habe, oder ihr macht irgendwelche netten, ja, nettes Nachbarschaftsfest oder sowas noch, gell? Genau. Ja. Ja, cool, da freue ich mich schon. Also wenn es dann ein nettes Nachbarschaftsfest gibt im Andreeviertel, da bin ich natürlich dabei, gell? Ja, gerne. Und die gute Nachricht ist, also wir verraten jetzt natürlich nichts von der Projektidee, aber die Lisa hat ja mittlerweile ein weiteres Projekt eingereicht. Ganz was anderes wohlgemerkt. Aber ich bin super zuversichtlich. Passt auch ganz toll und ich hoffe, dass wir bald sagen können, hey, super, es gibt wieder ein neues Projekt mit Lisa und einem anderen Verein an Bord. Ja, mal schauen, gell? Ich drücke die Daumen. Danke. Ja, ich hoffe, wir bekommen da bald mal eine Rückmeldung, weil jetzt ist es ja auch schon fast ein Monat her. Na, pass auf, genau, ihr habt es eingereicht mit Anfang Februar und da kommen Anfang Februar. Na, mit Mai. Mit Mai sollte die Information, oder Mitte April sollte die Information kommen, sagen wir so, ja, genau. Haben wir schon einen Kuratoriumstermin? Ich weiß es jetzt schon gar nicht. Ich glaube, ich weiß nun nichts davon. Aber okay. Ja, sollte bald einmal soweit sein, ja, dass wir wissen, was da gegangen ist mit Februar. Sind einige eingereicht worden? Oder nein, war durch im April hast du eingereicht, gell? Im Mai. Oder im Mai. Ich bin ja, genau, weil wir haben. Wurde ja verschoben. Mit Mai, genau. Genau. Ja, schauen wir, was rauskommt. Dann haben wir die nächste Frage, was es für ein Projekt war, würde jetzt an die SDG-Botschafterinnen gehen. Also die Lisa hat eben dieses Nachbarschaftsprojekt gehabt, dieses Sprachlab, wo sie verschiedene Aktivitäten im Büro mit und im Büro der Nachbarschaften durchgeführt haben. Und die SDG-Botschafterinnen machen ja wieder ganz was anderes, oder? Erzähl's einmal. Die SDG-Botschafter haben den generellen Anspruch, über die SDGs und die Agenda 2030 zu informieren. Das ist einmal jetzt wenig überraschend, weil der Name da schon sehr viel quasi vorwegnimmt. Wenn ich kurz bitten darf, SDG, sag vielleicht ja. Nicht jedem in der Runde was, vielleicht erläuterst du das kurz. Die SDGs sind eine Abkürzung für einen englischen Term, also die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele, die von der UN formuliert worden sind, 2015 verabschiedet wurden und quasi Teil der Agenda 2030 sind, wozu sich auch Österreich quasi verpflichtet hat, die bis 2030 zu erfüllen. Mhm. Im deutschen Sprachgebrauch ist es eher unter Ziele, Ziele der nachhaltigen Entwicklung bekannt. Und ja, es hat sich mittlerweile aber eigentlich ziemlich eingebürgert, einfach SDG ist die Abkürzung, die quasi in den Organisationen eigentlich dominiert. Mhm. Genau. Jetzt weiß ich natürlich, Lukas, dass du relativ frisch im Projekt bist, weil eine eurer, oder die Projektleiterin schlechthin, die ist ja hochschwanger oder hat jetzt schon ihr Kind gekriegt? Noch sind keine Updates bei mir angelangt, aber es ist quasi wirklich so, dass wir eigentlich drauf warten.
Es stimmt nicht ganz, ich bin eigentlich von Anfang an dabei, aber ich bin quasi in der Projektleitung relativ frisch drinnen aufgrund dessen. Vielleicht sollte man den Namen einmal nennen, weil sie verdient es eigentlich sehr. Ariane Kolb ist unsere Anführerin, was auch das ESK-Projekt betrifft. Also die hat das Ganze auch ins Rollen gebracht und war da sehr federführend, was das Projekt betrifft. Das stimmt. Danke dir, dass du den Namen eingeworfen hast. Die Ariane ist wirklich auch sehr toll, sehr umtriebig, sehr, also ja, also ihr seid alle so wahnsinnig gut unterwegs. Also ich staune ja immer wieder, gell? Ja, magst du erzählen, wie ihr, also was ihr bis jetzt so für Aktivitäten durchgeführt habt oder was so der Inhalt des Projekts dann auch ist? Vielleicht fange ich mit dem Inhalt an. Also wir haben uns dann spezialisiert quasi auf eine Zielgruppe von 15 bis 25-Jährigen, so steht es zumindest im Projektantrag drinnen, und wollten diese Gruppe quasi ein bisschen empowern. Das heißt, wir wollten auch in die Regionen gehen, junge Menschen über die SDGs aufklären, mit ihnen gemeinsam Ideen entwickeln, wie sich ihre eigene Umwelt quasi anhand oder entlang dieser Ziele quasi ein bisschen mitgestalten können und das dann quasi auch auf politische Entscheidungsträgerebene tragen, um damit die politische Partizipation einfach auch zu fördern. Das ganze Projekt ist entstanden eigentlich aus einem sehr ähnlichen Projekt. Also wir wurden quasi selber in einer derartigen Multiplikatorenausbildung zu SDG-Botschaftern ausgebildet. Und nachdem dieses Projekt auch mit dem Ratsvorsitz Österreichs dann ausgelaufen ist, haben wir uns dann quasi als Initiative zusammengesetzt und haben gemeint, eigentlich ganz so auslaufen wollen wir es auch nicht, weil 2030 ist trotzdem, da ist noch viel Platz, damit auch mehr passiert, und das wollten wir quasi dann ein bisschen unterstützen. Mhm. Ja, super. Jetzt würde ich gern wissen, oder sagen wir so, naja, also vielleicht haben die Leute jetzt schon mitgekriegt, was so halbwegs geht, gell, von den Teilnehmern. Ich kann jetzt nur sagen, ich mache eine Workshop-Reihe oder ich bilde weitere Peers aus oder so, oder bringe die irgendein Anliegen unter Leid, unter Entscheidungsträger, was auch immer. Gell. Wir haben Filmreihen, wir haben Doku-Reihen, Workshop-Reihen, oder eben sowas wie das Nachbarschaftsprojekt, was haben wir noch? Also wir haben so unterschiedliche Projekte, was man da machen kann, gell? Jetzt schaue ich gerade kurz auf meine Förderlisten, gell? Ja, da gibt's noch ein paar ganz tolle Sachen. Wir haben auch eine App-Entwicklung dabei, wo es darum geht, ja, dass Leute ein bisschen animiert werden sollen, oder wie können sich junge Leute, die Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, wie kann ich die erreichen, gell? Und also da ist eine App sozusagen in Entwicklung und so weiter. Also es gibt da wirklich unterschiedliche Geschichten. Ihr könnt sagen, ich mache ein Filmprojekt oder ich mache ein Musikprojekt oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr irgendwie ein Anliegen transportiert, gell? Mit dieser Geschichte. Und jetzt haben wir gesehen, okay, also ihr seid ja jetzt an, manche Leute meinen ja immer, ja, wenn man ein EU-Projekt macht, da muss man wahnsinnig erfahren sein und einen Verein haben mit, weiß ich nicht, was für finanziellen Mitteln und so weiter. Das ist bei euch allen ja nicht so der Fall. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, die SDG-Botschafterinnen, also ihr seid kein Verein und die Easy to Nature sind ja auch kein Verein. Gell? Die einzige Lisa, da ist ja die Antragstellung über das Büro der Nachbarschaften bzw. Stadtlabor Graz gerannt. Wobei, und der neue Antrag läuft über einen Verein. Aber eben, wir haben da ja zwei informelle Gruppen jetzt an Bord. Nicht? Das heißt, es ist durchaus möglich,
als informelle Gruppe einen Antrag stellen. Wie setzen ihr das? Wie ist es in euch zum Beispiel gegangen mit diesem ganzen Ding Antragstellung und so? Und seid ehrlich. Seid einfach ehrlich. Wir haben das eh schon besprochen. Wir brauchen da keine Lobhudelei, wie super alles ist, sondern sag's, wie es euch mit der Antragstellung und mit dem ganzen Administrativen sozusagen da gegangen ist und auch geht. Wer möchte? Anfangen? Ja, zu Anfang ist es natürlich ein bisschen kompliziert, sich da so reinzufuchsen und einmal einen Überblick zu bekommen, was jetzt genau wie beantwortet werden soll. Aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, gibt es auf der Seite von der Nationalagentur, gibt es viele Tutorials und wie sagt man, Screenshots, wie der Ablauf ist für die Anmeldung einerseits als Freiwillige und dann nachher auch Tipps, die inhaltlich oder wie inhaltlich der Antrag ausgefüllt werden kann. Also, und dann gibt es natürlich Faustina als Beratung. Und ja, sonst hätten wir das, glaube ich, zu Anfang halt auch nicht geschafft, weil es einfach sehr überfordernd ist und man einfach, ja, man hat eine Idee und da gibt es, ja, einfach viele, viele Fragen, so wie, inwiefern müssen wir das jetzt umsetzen und wie können wir das gut beschreiben und inwiefern muss das einfach alles schon fixiert sein, aber ich finde, auch wenn man nur eine grobe Idee hat, sollte man es einfach wagen und anfangen, da einen Antrag zu schreiben oder halt sonst notfalls einfach nochmal sich mit dem Team zusammensetzen, brainstormen und auch so die Leitfragen, die die NA zusammengestellt hat, nochmal durchgehen. Und dann kann man schon ein gutes Konzept zusammenstellen. Ja. Entschuldigung. Das habe ich nirsen müssen. Ja, ich erinnere mich, wie es bei euch war. Ich war jetzt sogar relativ kurzfristig dran, dass sich da jemand bei mir gemeldet hat. Nämlich der Coach. Und es war, ich glaube, wir sind am Freitagnachmittag noch zusammengesessen im Büro der Nachbarschaften, gell, kurz vor der Deadline. Und ist aber auch trotzdem gegangen. Gell. Ich sage einmal, mühsam ist vielleicht nur, wenn damals, also hat es ja nicht noch überhaupt nichts gegeben. Ich war jetzt bei den ersten Antragsteller. Mittlerweile gibt es eben viele Anleitungen, Checklisten, Tutorials von der Nationalagentur, das stimmt. Und weil es ist eigentlich, also es ist, wenn man noch nie damit oder überhaupt keine Ahnung hat, wie geht denn das, es ist nicht nur ein Antrag stellen. Es ist in Wahrheit, wenn ich das erste Mal einen Antrag stelle, ist es schon ein bisschen mühsam. Man muss sich da registrieren und dort registrieren und alles Mögliche nur online. Nicht einmal das Antragsformular kann man einfach so irgendwie, kriegt man einen Zugang. Es geht alles nur online. Wenn ich einen Account habe, da und dort und frage mich nicht. Nicht? Aber wie du sagst, Lisa, das Gute ist, es gibt ja die Regionalstelle, es gibt uns so, oder mich in dem Fall. Und man kann mich wirklich jederzeit fragen. Man kann mich auch 10-mal am Tag bombardieren. Also unter Anführungszeichen, weil genau dafür sind wir ja da. Was wollte ich dazu noch sagen? Ja, mittlerweile gibt es ja sogar die Ausfüllhilfe der Nationalagentur, also wo ich wirklich diese dieses Antragsformular als PDF sozusagen einsehen kann mit Erläuterungen der Nationalagentur, gell, was da gehört. Wie ist es in dem Lukas damit gegangen oder den SDG-Botschafterinnen? Was sagst denn ihr dazu, zu diesem? Ja, also neben diesen Herausforderungen, was Registrierung und so weiter anbetrifft, wo wir ja wirklich genug Unterstützung von dir bekommen haben, was also dann einfach gut möglich war, wollte ich dazu noch sagen, dass es für uns als Gruppe auch voll gut war, diese Konzeptierung auf den Punkt zu bringen. Also einfach mal sich die Fragen genau zu beantworten, einen Zeithorizont zu planen und einfach mal grob das alles zu formulieren und zu schauen, wie würden wir das angehen, an wen und diese Fragen sich zu stellen, da ist man dann der Umsetzung schon viel,
viel näher, als wenn man einfach nur sagt, ja, okay, ich habe meine Idee und so. Also für mich war das Antragstellen sehr sinnvoll und dadurch ist ein guter Prozess in der Gruppe auch entstanden und wir haben uns überlegt, eben Arbeitsgruppen zu machen und man kann ja auch eigentlich ohne irgendwie an Fördergelder oder so Projekte machen, aber so haben wir auch uns halt überlegt, wie wir das professionell angehen, mit Evaluierung und solche Sachen. Und ich möchte noch so weit gehen, dass mir das jetzt auch für berufliche Bewerbungen zugute kommt, weil ich einfach sagen kann, dass ich Erfahrung damit habe. Ich kann sagen, ich habe Erfahrung mit Projektmanagement, habe Erfahrung mit Finanzierung, mit Evaluierung, Workshop leiten und das ist für mich ein Riesenprofit und das war die Antragstellung auf jeden Fall wert. Super, das freut mich. Ja, ich höre ja von manchen Leuten, wenn sie diesen Antragsprozess einmal durchkommen, höre ich ja von manchen. Inzwischen ist es eigentlich eh schon egal, ob das Projekt gefördert wird oder nicht, weil ich habe allein durch die Antragstellung so viel gelernt. Warte, Entschuldige, mein Handy leitet. Aus irgendeinem Grund habe ich da so. Die Leute tatsächlich sagen, ich habe ja allein durch die Antragstellung schon so viel gelernt, weil eben der Antrag ist in Wahrheit nichts anderes als so etwas wie, also Projekthandbuch wäre jetzt übertrieben, aber es werden viele Fragen gestellt, die für so eine Projektplanung nötig sind. Und das fängt an bei den allfälligen Zielen, bei der Kommunikation innerhalb des Teams, bei der Aufgabenaufteilung, bei der Zeitplanung, bei Werbemaßnahmen, das ist das Nächste, nicht? Ja, wie wolltest du ja überhaupt, nicht? Ich mache jetzt so eine super Workshop-Reihe, da habe ich wirklich einige Teilnehmer, die zu mir kommen und sagen, ja, wir planen das und das und das, nicht? Und dann sagst du, ja, du wolltest ja eine Zielgruppe erreichen, also über das haben wir noch nicht nachgedacht, gell? Und das sind die Fragen, die sind sehr praxisorientiert oder auch, wie du gesagt hast, Evaluierung, voll wichtig. Nicht nur jetzt fürs EU-Programm oder die Bewertung des Projekts, sondern generell, wir sollten uns ja alle ständig fragen, hey, macht das, was ich mache, überhaupt einen Sinn? Wo stehen wir überhaupt? Nicht? Können wir was verbessern und so weiter? Nicht? Also das ist alles irrsinnig, also sehr nah an der Praxis, sag ich mal. Und ich möchte gleich einem Vorurteil auch vorbeugen. Manche Leute kommen zu mir und glauben echt, was muss ich denn in Antrag schreiben? Nicht? Also ich habe eine Idee oder ich möchte einfach Geld für dies und jenes. Was müssen denn für Keywords im Antrag sein und das? Gell? Und dann sage ich, Schritt zurück. Das Erste, was machen müsst, wenn ihr ein Projekt machen möchtet, ist einmal euch das Projekt durchzudenken, zu überlegen, was wollen wir machen, warum wollen wir es machen, wie wollen wir es machen, wie schaut der Zeitplan aus, wie wollen wir es bewerben, wie wollen wir dies und jenes machen und erst dann ganz am Schluss reicht es, wenn ihr euch hinsetzt und den Antrag ausfüllt, weil dann geht es ganz leicht, weil die Fragen sind wirklich genau an diesen praktischen Fragen orientiert. Gell? Dann wollen sie natürlich auch wissen, wer seid ihr, wie habt ihr euch gefunden, warum wollt ihr das machen, nicht? Und so weiter. Also wie gesagt, zuerst steht die Projektidee, dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das realistischerweise umsetzen und dann stelle ich einen Antrag. Und auch für diesen ganzen Antragsprozess bin ich ja da, wobei natürlich erfahrungsgemäß, gerade bei der Zielgruppe von Solidaritätsprojekten melden die sich viel zu spät bei mir, weil bei den internationalen Projekten berate ich oft Monate im Voraus, gell, und den Antrag sehe ich ungefähr mindestens 5-mal bei Erstantragstellern. Und bei dieser Förderschiene, da sehe ich oft den Antrag gar nicht, weil sie eh so knapp das alles so knapp machen. Aber es funktioniert, es geht ja trotzdem. Gell? Okay, Sophia, von dir haben wir jetzt dann auch schon gehört, ja, was hat es mir denn so persönlich gebracht eigentlich? Gell? Das würde ich gerne die anderen in der Runde auch fragen. Hat es euch was gebracht? Würde ich wieder machen? Oder sagst Fahr war eigentlich nur furchtbarer Aufwand, ist für nichts, was weiß ich nicht, erzählt es einmal ein bisschen. Wer will? Was sagt die Lisa? Oder der Lukas? Mir wurscht. Dann ich einfach dieses Mal.
Was hat es gebracht, also, und ob es wieder machen wird? Also unser Projekt ist ja nicht nur ein reines ESK-Projekt oder ein reines Solidaritätsprojekt von der EU, sondern wir sind ja quasi eine Gruppe, die auch langfristig quasi daran arbeiten will und halt für ein Jahr quasi ein Solidaritätsprojekt oder unter diesen Schirm der Solidaritätsprojekte geschlüpft ist, um einfach auch finanziell konkret einige Projekte umsetzen zu können. Von dem her, ja, ich kann mir das absolut vorstellen, dass man sowas wieder macht, und das war es auf jeden Fall wert. Wir haben extrem viel gelernt. Für mich persönlich, also die Sophia zum Beispiel hat didaktisch, also in Workshops irrsinnig viel gemacht. Für mich war es eher mehr Projektstruktur, die da dahinter steht, einfach auch sich damit auseinandersetzen, wie gewisse Projektmanagement-Tools wirken, wie kommuniziert man, wenn man 11 Personen, 12 Personen gleichzeitig quasi unter den Hut bringen muss. Und das über längere Zeit und über quasi mehrere Projekte oder auch Kleinstprojekte, die gleichzeitig quasi stattfinden. Wie bringt man das unter den Hut? Welche Tools helfen an? Das waren viele Fragen. Wie bereitet man Daten auf? Wer stellt was wann zur Verfügung? Commitments, Abfragen und auch Einhalten. Viele Sachen, die, wenn man Jobs oder auch andere Orten woanders macht, irgendwie oft schon als gegebene Struktur hat, das wirklich selber von Null aufziehen, das ist ein großer Teil gewesen. Mhm. Ah, ja, du hast jetzt dann viel Praktisches aufgezählt, gell? Was eigentlich, so wie die Sophia vorher gesagt hat, das wollte ich auch noch sagen, das stimmt, das wird euch beruflich viel bringen. Ihr habt da wahnsinnig viel Wissen generiert, die manche Leute im Berufsleben noch nicht einmal gescheit haben. Also, oder erst mühsam lernen, oder wo viele Konflikte entstehen, weil sie es einfach, ja, weil vieles einfach nicht so selbstverständlich ist. Also, und was ich dazu noch sagen will, dass das Gute ist, ihr kennt sogar, die EU hat dafür auch was vorgesehen, um diese, wir nennen das non-formale Lernerfahrungen, gell? Das sind ja halt Skills, organisatorischer Ort oder auch sozialer Ort oder wie auch immer, sind ja Skills, für die gibt es jetzt kein Zeugnis in dem Sinn, gell? Das scheint ja nirgends auf. Ich habe gelernt, keine Ahnung, wie kommuniziere ich in einem Team, wie organisiere ich mehrere Veranstaltungen nebeneinander, wie halte ich 12 Leute zusammen von einem Team und so weiter. Ne? Und dafür gibt es den sogenannten Use Pass. Das ist ein Nachweisdokument für diese non-formalen Lernerfahrungen, die man in diesen EU-Projekten macht. Also jeder, der so ein Projekt macht, hat den Anspruch, den sogenannten Use Pass sich zu holen, sage ich einmal, und das auch durchaus in einer Bewerbung beizulegen. Gell? Da ist schön das EU-Logo drauf, Projekt und so weiter und so fort. Und eben allein die Information, allein diese Information, ich habe ein EU-Projekt durchgeführt, gell? Das ist schon was. Und das muss schon mal, also da spielt so viel eine. Da spielt eine, ich muss das einmal überhaupt erst genehmigt kriegen. Ich muss das dann administrativ durchaus im Auge behalten, umsetzen und so weiter. Also da ist ganz, ganz viel Lernpotenzial drinnen und Potenzial, das euch am Arbeitsmarkt einfach auch zugute kommen wird. Gell? Was sagt denn die Lisa dazu? Lisa? Ja, Entschuldigung, geht schon? Zu deinen Erfahrungen, sage ich jetzt einmal, was ja. Hast du da gebraucht oder nicht? Ja, oder? Gerade zum Youth Pass. Ach, mein Akku stand. Moment. Ja? Na, alles gut. Jetzt zum Youth Pass halt auch. Dieses Tool ist eigentlich auch einfach aufgebaut wie eine Website, wie ein Profil, was man sich erstellt.
Und man kann es dann halt auch in mehreren Sprachen, beziehungsweise wir haben gemerkt, oder ich habe es dann ausgefüllt und jeder kann es auch natürlich selber ausfüllen und einfach im Prozess, im Projekt schon reflektieren immer wieder. Natürlich kann man es auch einfach abschließend machen, so. So, was haben wir insgesamt gelernt, und man kann sich da vielleicht auch ein bisschen mit dem Team beraten, und wir haben das halt auch einfach gemeinsam dann erstellt und dann kann man sich das halt generieren lassen und hat halt wirklich, je nachdem wie viel man schreibt, hat man danach sein 8-seitiges Zertifikat. Also die erste Seite wird dann unterschrieben noch von der Organisation oder von der Projektleitung, und ja, man kann es halt sehr ausführlich machen, aber ich denke mal, letztendlich muss man es nicht so ausführlich machen. Genau. Und ja, aber genau. Auch sehr hilfreich und wird, glaube ich, auch schon von einer Kollegin bald für ein erstes Bewerbungsgespräch genutzt. Okay. Also 8 Seiten ist jetzt schon ein bisschen viel. Ja. Aber wie du sagst, ja, man kann nämlich, das Coole ist, also es geht nicht nur darum, dass ich irgendwas anklicksel, das, was vorgegeben ist, sondern ich kann selber in meinen Worten auch beschreiben, was ich gelernt habe. Ja. Es gibt 8 sogenannte Schlüsselkompetenzen, die die EU definiert. Und egal, ob ich jetzt nur 1 Schlüsselkompetenz erworben habe oder alle 8, das geht von muttersprachlicher Kompetenz bis zu über mathematische bis zu sozialer Kompetenz, gell? Digitale Kompetenzen, alles Mögliche ist da drinnen. Mit Blick auf die Zeit, also ich habe sowieso meine Zeit vorgesehen für die Veranstaltung, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde euch jetzt bitten, die Projektleute, würde ich aber schon gern hören, was ist oder war durchaus mühsam für euch? Oder was würdet ihr Neulingen mit auf den Weg geben, worauf sie achten sollen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das hat mich echt angezipft im Projekt oder mit dieser EU-Förderung oder was auch immer? Das Problem, was ich halt finde, ist, dass es einfach schwierig ist. Man hat halt diese Vorlaufzeit, und wenn man halt ein Team jetzt nicht, wie es bei den SDGs ist oder auch bei Easy to Nature, war es ja auch, dass ihr einfach so die Gruppe quasi seid, oder ich weiß ja nicht, wie es bei euch gelaufen ist, aber bei uns war es halt, dass eine Person sozusagen die ganze Gruppe zusammenstellen musste, und niemand hatte aber nachher so wirklich Ahnung, wie lange jetzt die Vorbereitung dauert und ob das Projekt jetzt durchgeht, und dass nachher quasi ein halbes Jahr später dann dieselben Leute immer noch vorhanden sein sollen und nicht jetzt irgendwie doch aus Versehen, sag ich mal, oder ungeplant spontan ein Auslandssemester machen, kann man halt im Vorhinein nicht wissen. So, und einfach diese lange Vorlaufzeit für ein freiwilligen Projekt ist dann halt natürlich schon, ja, war einfach ein bisschen schwierig, da so die Leute zu motivieren, dass sie jetzt halt alle gemeinsam das Projekt da durchführen. Das stimmt, das habe ich auch bei anderen Projekten mitgekriegt. Ihr seid ja in einer Lebensphase, wo sich immer wieder mal was ändern kann, gell? Wie du sagst, Auslandssemester oder Job oder Kinder kriegen oder was auch immer, gell? Vielleicht können die anderen dazu noch was sagen. Ich glaube, Lukas und Sophia haben ja da auch ihre Erfahrungen. Ja, da haben wir definitiv Erfahrungen. Wir haben das aber immer quasi als Gruppe so kommuniziert, und das machen wir nach wie vor, weil wir haben ja auch neue Mitglieder quasi gewonnen, dass das für uns an erster Stelle steht, dass man trotzdem quasi seinen eigenen Lebenswünschen nachgehen kann. Ja. Das ist immer der Fall. Also wir haben jetzt gerade eine Kollegin, die nach wie vor im Ausland eigentlich festsitzt, die wäre jetzt schon wieder da. Die Sophia war ja auch erst gerade wieder in Malaysia unterwegs für Forschungsarbeiten, für ihre Masterarbeit.
Das also macht natürlich immer wieder auch gewisse Projektstrukturen schwieriger, aber war für uns eigentlich ein wichtiger Bestandteil, dass das quasi trotzdem möglich ist. Zu der Frage, was anzipft, weil jetzt sehr viel Positives gefallen ist, also die Usability von der Webseite der EU, das sollte schon einmal erwähnt werden, dass da Verbesserungspotenzial besteht. Um auch ja, ein bisschen was Negatives zu sagen oder Verbesserungspotenzial. Empfehlung, nicht unbedingt ein Jahr erwischen, wo Pandemie ausbricht. Das ist eine sehr gute Empfehlung, aber es macht es tatsächlich um einiges aufwandsreicher. Stimmt. Danke für den Eindruck auch mit der Webseite. Das muss sogar ich als Regionalstelle sagen, dass ich mir da oft grün und blau ärgere. Dass ich mir denke, Leute, schaut sie nicht auf die Usability. Ich sage immer, es ist so, also von Kundenfreundlichkeit oder Benutzerfreundlichkeit noch nie was gehört. Gell? Oder weit weg vom praktischen Leben auch oft. Gell? Damit müssen wir leben. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ja die Regionalstelle beziehungsweise mir, die euch hilft. Oder versucht zu helfen. Weil manchmal quäle ich mich selber durch oder denke mir, ah, Leute, was ist euch da eingefallen? Hey. Aber wie auch immer, also dann leiden wir halt gemeinsam, sage ich einmal. Nicht? Aber es sind Dinge, mit denen kann man leben. Warte, wolltest du sagen was? Kann man damit sehr gut leben, weil das Betreuungsverhältnis tatsächlich gegeben ist. Also das macht es dann wirklich möglich und auch bedienbar. Genau. So, jetzt sagt die Meutzer was. Wir haben am Anfang auch gedacht, dass mehrere Leute in dem Team dabei sein werden und mitorganisieren. Also ich finde es wichtig, dass das Team vielleicht von Anfang gut funktioniert und die Arbeit gut und klar aufgeteilt ist. Ja, Meutzer, das stimmt. Also dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Einerseits, das habe ich eh vorher mir schon gedacht, wie du geredet hast, Lukas, es macht ja seinen Sinn auch, warum die sagen, es soll eine Truppe von mindestens 5 Leuten sein. Weil wenn ich 5 Leute mindestens habe, dann ist ja hoffentlich immer irgendwer verfügbar oder selbst wenn einer ausfällt, kann es vielleicht weiterlaufen. Man kann auch die Aufgaben gut aufteilen. Gell? Das ist das Nächste, was die Meutzer angesprochen hat. Ganz wichtig, Aufgaben aufteilen, Task Division nennt sich das. Gell? Es ist eigentlich eh im Antrag abgefragt. Also man sollte sich schon vor der Einreichung damit auseinandergesetzt haben, nur wie ich euch gesagt habe, die Leute landen oft zu spät bei mir, nicht? Weil das sind natürlich Tipps, die ich euch schon mitgebe. Nicht? Also bitte schön, schaut drauf. Viele müssen das dann lernen in der Umsetzung nicht oder so Dinge wie und macht Protokolle von euren Teamsitzungen und schreibt genau auf, wer ist für was zuständig und wer macht was bis wann. Also es muss da so ein gewisses Commitment sollte halt da sein. Gell? Aber macht euch nichts draus, das ist wird sich durch das ganze Leben ziehen, glaube ich. Kann ich dazu was sagen? Also, ja, bitte. Ich hab gefunden, dass dieses Projekt dafür gerade eben bestens geeignet ist, weil wenn man sonst irgendwie in NGOs, Vereinen und so weiter tätig ist, da bin ich dann draufgekommen, da habe ich dann durch das Projekt lauter Fähigkeiten mit in andere Vereine mitnehmen können, weil wir uns da so professionelle Arbeitsstrukturen erarbeitet haben, weil wir von Anfang an gewusst haben, okay, unsere Zeit ist begrenzt, also jeder will nicht Unmaßen an Zeit da rein investieren, deswegen machen wir es möglichst effizient und dann haben wir mal in einer Stunde 10 Punkte abgehandelt mit Entscheidungen, Aufgabenverteilungen und so weiter und haben geschaut, dass wir Moderation machen, dass wir Agenda, Protokolle und diese ganzen Sachen haben sich als so wertvoll erwiesen und dann haben wir auch Online-Tools angefangen zu nutzen, so wie Trellos, um unsere Aufgaben aufzuteilen, um einen Überblick, dass jeder mal nachschauen kann, okay, was sind die aktuellen Aufgaben, wer ist in welchem Projekt oder für welches Projekt zuständig oder in welcher Gruppe dabei. Dann haben wir immer so Kleingruppen gemacht, die sich getroffen haben, um zu bestimmten Themen was zu erarbeiten, was dann viel einfacher ist, als wenn man zu 10 oder zu 11 ist.
Und wir sind auch drauf gekommen, dass es wirklich gut ist, wenn man auch neue Mitglieder hineinholt. Also, weil es immer passieren kann, dass Leute ausfallen, aus welchen Gründen was auch immer. Ah, dazu, das ist ein guter Hinweis noch gewesen, den ich gerne ergänzen möchte. Es hat ich glaube, die Lisa schon angesprochen, dieses, dass man am Anfang meint, ich muss alles fix vorgeplant haben, es darf sich nichts ändern und so. Also es ist jederzeit möglich, dass sich Dinge ändern während eines laufenden Projektes. Es ist auch möglich, dass sich beim Projektteam was ändert, dass Leute ausfallen oder neue Teammitglieder dazukommen und so weiter. Und wir haben ja eine freundliche Nationalagentur, also sie sind ja lieb, vielleicht ein bisschen praxisfern in mancher Hinsicht, aber wirklich lieb und verständig und flexibel vor allem im Sinne dessen, dass ich ja wohl, wenn sich Dinge ändern, dann kann ich das machen. Dann rufe ich bei der NA an oder schreibe eine Mail, nicht? Und werden die entscheiden, okay, passt, danke für die Info oder okay, da, vielleicht schickt uns kurz ein Änderungsformular, das ist so ein einseitiges Formular mehr oder weniger, wenn ich sage, okay, neues Team mit eins ganz weg, eins ganz neu oder so, dann muss man das offiziell bekannt geben, weil es muss jeder registriert sein und so. Gell? Also das ist alles möglich. Es ist nichts wie sagt man, Stein gegossen oder so? Also es ist nicht... Was? Ja, in Stein gemeißelt, ja. Und ein Stein gemeißelt, ich habe gerade gedacht, wo gehst du aber hin? Das ist ja flüssig. Nichts in Stein gemeißelt. In Stein kann man nichts gießen, oder weiß ich nicht. Ja. Es sollte nur nicht so sein, dass ich, weiß nicht, am Anfang ein Umweltprojekt beantragt habe und am Ende kommt auch, weiß nicht, ein Sexualitätsprojekt aus. Das sollte es natürlich vielleicht nicht ganz sein, wobei es unserer Nationalagentur zutraue, wenn es die richtige Argumentation findet, dass sie sagen, mein Gott, bevor das Geld in den Sand gesetzt ist, retten wir es sozusagen, nicht? Ja, und ich sehe da die Möglichkeit, dass man irgendwie also was ausprobiert und möglicherweise auch scheitert mit bestimmten Aufgaben oder so und daraus lernt, weil es noch nicht wie im beruflichen Kontext so krasse Konsequenzen hat. Also das ist ja auch irgendwie eine große Chance, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Workshop nicht perfekt hinhaut, dann ist nicht unsere berufliche Karriere ruiniert, sondern wir wissen, was wir beim nächsten Workshop besser machen oder so. Mhm. Danke für den Hinweis, ganz wichtiger Hinweis. Das ist durchaus ein Anliegen hinter dieser Förderschiene oder unter anderem, dass man sagt, wir wollen jungen Leuten die Möglichkeit geben, etwas und sich selber auch auszuprobieren, einfach was zu lernen. Das verstehen wir ja unter nonformale Lernerfahrungen. Und es gibt da so einen Leitspruch von unserer Nationalagentur, der lautet, auch ein gescheitertes Projekt ist ein gutes Projekt oder halt auch ein irgendwie so. Also aus gescheiterten Projekten lerne ich am Ende manchmal vielleicht sogar mehr, als wie wenn alles wirklich läuft oder so. Gell? Also es ist erlaubt, sich ausprobieren, Erfahrungen zu machen und in weiterer Folge dann daraus gelernt zu haben und was besser zu machen und so. Gell? Genau darum geht es ja sage ich einmal. Okay, also mit Blick auf die Zeit, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ich weiß, manche sind zeitlich knapp. Wie geht es euch denn jetzt mit Fragen? Also ich habe keine einzige Frage im Chat entdeckt bis jetzt, oder? Es gibt bis jetzt keine Frage. Wie schaut es denn mit den Teilnehmern aus? Hat irgendjemand eine Frage, will was ergänzen? Wie sieht es mit Antragsfristen aus? Ja, danke. Es gibt 3 Antragsfristen im Jahr in diesem EU-Programm und Projektstart ist jeweils frühestens 3 Monate später. Das ist das, was die Lisa, glaube ich, gesagt hat, mit der Vorlaufzeit oder der Lukas. Die Vorlaufzeit bitte mitbedenken. Wir haben 3-mal im Jahr Antragsfrist, nämlich Anfang Februar, Ende April, Anfang Mai und Anfang Oktober. Und jeweils 3 Monate später darf das Projekt erst starten. Das heißt, wenn ich jetzt mit Anfang Mai ein Projekt eingereicht habe, dann darf das starten mit Anfang August. Dann muss man nur die Vorlaufzeit bedenken bis zur Antragstellung.
wie gesagt, wir haben jetzt dann gehört, hey, da muss ich muss ein Team zusammenstellen, ich muss mich registrieren, ich muss einen Antrag stellen, ich muss ein Projekt eigentlich ziemlich, schon eine ziemlich genaue Vorstellung haben von der Durchplanung und so, gell? Also da gibt es eine Vorlaufzeit, gell? Und das ist immer zu bedenken. Was auch nicht gefördert ist, sage ich leider dazu, sind Dinge, die entweder bereits laufen, und wenn man sagt, ah, das passt super in die Förderschiene, da stellt man einen Antrag. Das funktioniert nicht. Und was noch nicht gefördert wird, sind Dinge, die ein Verein oder so ohnehin durchführen würde oder auf seiner Agenda hat. Also, weiß nicht, das Klassikbeispiel ist immer ein Jugendzentrum, das sowieso im Jahr seine, weiß nicht, Wurzelturniere oder irgendwas macht. Wenn das jetzt auf einmal einen Antrag draus bastelt, dann wird das wohl nichts werden, so auf die Art. Und das heißt wiederum, wenn wir reden jetzt miteinander, ist, wir haben jetzt Anfang Juni. Gell? Nächste Antragsfrist ist 1. Oktober. Und das heißt, die nächsten, also wenn ich jetzt ein Projekt in Planung hätte oder eine Projektidee, dann dürfte das frühestens mit 1. Jänner 2021 starten. Weil ich kann das erst mit der nächsten Frist einreichen. Das passiert einfach nicht vorher. Ich kann es dann schon einreichen, sobald die Antragsformulare online sind. Die sind vielleicht im September schon online. Dann kann ich wohl einreichen. Aber die Frist ist der 1. Oktober und das Kuratorium findet statt Mitte Dezember. Und der Start ist dann einfach erst frühestens 1. Jänner. Ab da kann ich anfangen mit der Umsetzung. Also das muss man mitbedenken. Das ist auch so ein bisschen ein Haken oder ein Hinkebein, mit dem vor allem junge Leute natürlich kämpfen. Die meinen, ja, jetzt haben wir das gehört, da rufen wir geschwind an oder da schreiben wir geschwind einen Antrag. Also so funktioniert das leider nicht. Gell? Genau. Gibt es noch welche Fragen von euch? Sind überhaupt noch alle da? Ich sehe da jetzt nur mehr, ich sehe viele Namen, die Videos sind ausgeblendet. Aha, doch. Es war recht interessant. Aha, hab's Bandbreite gespart. Ja? Danke, Faustina. Danke, Johannes. Es war recht interessant. Was gibt es denn für offene Fragen? Sonst stelle ich einfach mal eine Frage. Und zwar, könnten wir auch nach Antragstellung im Nachhinein noch einen Coach beantragen? So quasi einen Zusatzantrag machen? Weil wir haben es uns schon überlegt, ob wir jetzt in Zukunft zu einem Verein werden sollen und ob wir da zum Beispiel Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Also, leider nein. Was liegt, das liegt. Gell? Was ich beantragt habe und kriege, ich stelle den Antrag, ich kriege das, was beantragt wurde und fertig und aus. Ich kann dann mit der nächsten Antragsfrist einen neuen Antrag für ein neues Projekt stellen, aber nicht, da beantragen wir jetzt einen Coach für dieses Projekt. Das geht einfach nicht. Du stellst einmal einen Antrag, du kriegst das genehmigt und fertig und aus. Wie du damit klarkommst, liegt dann in deinen Händen. Aber die gute Nachricht ist folgende. Es sind in puncto Kofinanzierung und Sponsoring, Spenden, was auch immer, keine Limitierungen gesetzt. Ihr könnt an Kofinanzierung und Sponsoring in Anspruch nehmen, was ihr nur zwischen die Finger kriegt, gell? Das Einzige, was verboten ist, dass ich eine zweite EU-Förderung auf genau dasselbe Projekt kriege. Aber ansonsten, da seid ihr überhaupt nicht limitiert. Ihr müsst auch bei der Antragstellung nichts angeben dazu, weil ihr kriegt eh nur die Pauschalen. Also die Budgetierung ist auch so, das ist euer, ihr müsst natürlich schon für euch persönlich fürs Projekt eine Budgetierung irgendwie eine Vorstellung haben, was brauche ich. Aber für die EU-Förderung selber ist da gar nichts vonnöten, weil ich kriege genau diese Pauschale zur Durchführung. Gell? Die interessiert nicht, was ihr an Kofinanzierung habt, was ihr da rundherum vielleicht da zusammenbastelt, das ist nicht von Interesse. Und das nächste Positive an dieser Pauschalförderung ist das, ich habe keinen Kampf mit der Abrechnung. Pauschale ist Pauschale. Meine Abrechnung ist Bericht, Teilnehmerlisten und Dokumentation und fertig.
ich muss keine Rechnungen abgeben über diese Pauschalförderungen. Am Ende gebe ich den Bericht ab und alles, was ich an Dokumentationsmaterial habe und meine Teilnehmerlisten, und das war's. Natürlich, nachdem mit dieser Fördermodalität Missbrauchtüren da geöffnet ist, in Wahrheit, ist es halt so, dass die Nationalagentur oft auch nach Projektende die Projekte prüft. Für diesen Fall muss ich halt für bis zu 5 Jahre Belege aufheben, die nachweisen, dass das Projekt stattgefunden hat. Es wird aber nicht auf Heller und Pfennig auf die 500 Euro gehen, sondern wenn ich gesagt habe, hey, ich mache da irgendeine Riesenveranstaltung, wo ich allein für die Saalmiete 2000 Euro zahle und ich habe da Künstler und Workshopleiter und was weiß ich, ja, dann werden die ja wohl Honorarnoten gestellt haben und für die Saalmiete werde ich eine Rechnung haben. Und dann will die Nationalagentur das sehen. Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass ihr da was gefecht habt und dann müsst ihr zurückzahlen. Und zu dieser Coaching-Geschichte, weil du gesagt hast, Rechtsbeistand oder sowas, das ist nicht die Rolle von einem Coach. Die Rolle von einem Coach ist, eine Projektgruppe über einen Projektzeitraum zu begleiten in der Durchführung des Projekts. Wenn ich sage, ich brauche einen Rechtsanwalt, der mich beratet, dann nimmst du das mit dem Projektgeld und dann wäre das einfach ein Honorar. Fertig. Ihr könnt mit dem Geld alles Mögliche machen. Ihr könnt Experten an Bord holen. Ihr könnt sogar eure Weiterbildungen finanzieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Projekt ist eine App-Entwicklung und Plattformentwicklung für whatsoever und es ist wichtig, dass ihr programmieren lernt dafür zum Beispiel, weil ihr vielleicht sagt, ist billiger, wenn ich selber programmiere oder wir wollen das sowieso lernen, ja, dann bitte besucht einen Kurs dazu. Und that's it. Gell? Also ihr könnt mit dieser Förderung wirklich massiv viel anstellen. Ist das halbwegs beantwortet? Was gibt es noch für Fragen? Nix, alles klar, alles super. Alles super, gehen wir heim. Wenn es keine Fragen habt, dann möchte ich jetzt aber am Schluss noch für Ankündigung nutzen. Am Sonntag hat das Projekt, Doku-Filme Graz oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Doku-Abende Graz heißt das Projekt, auch ein Solidaritätsprojekt. Die zeigen so circa einmal im Monat einen Dokumentarfilm, der noch nicht für die Public oder halt gratis wohlgemerkt, den man sonst nur vielleicht, wenn überhaupt, im Kino oder wo gehen kann, weil er noch nicht auf Netflix oder im Fernsehen oder sonst wo kennt ist. Also die schauen wirklich, dass sie die Lizenzen einholen und das Ganze, um kostenlos Zugang zu schaffen zu speziellen Dokumentarfilmen, die einfach so noch nicht available sind. Oder vielleicht überhaupt off-stream, off-mainstream sind. Da sind aber sehr gute dabei. Sie haben dann auch immer einen Experten an Bord, wo über das jeweilige Thema gesprochen wird. Großes Überthema ist eigentlich so Globalisierung, Umwelt, Nachhaltigkeit, sowas. Gell? Also Dokumentarfilme haben schon stattgefunden zum Thema, weiß ich nicht, dieser Wasserverkauf, der auf der ganzen Welt da stattfindet, diese Wasserausbeutung und was da mit Menschen und Umwelt und so weiter passiert, ne? Wo ja Nestle auf die Idee gekommen ist. Dann haben sie jetzt einen Film gehabt zum Thema, wieder so eine Fischdokumentation, aber ganz was Neues, weil ich habe darüber schon einige gesehen. Und am Sonntag gibt es wieder einen Filmabend. Ich schaue mal kurz, ich habe es vorher auf der Homepage schon ausgesucht. Sharkwater Instinction. Gell? Wenn ihr den Doku-Abenden folgen wollt, die sind auf Facebook. Ihr findet sie unter Doku-Abende. Am Sonntag Open Air Kino um 19:30 Uhr, Sharkwater Instinction.
Wie tun wir denn? Sage ich euch, schalte ich den Bildschirm frei oder was machen wir da? Ich meine, ich schicke es euch, naja, im Mail, das schicke ich vielleicht erst am Sonntag. Warte, ich kopiere es euch einmal geschwind da rein im Chat. So machen wir das. Das ist am Sonntag. Also geht's fleißig hin, unterstützt eure Kolleginnen. Ich habe euch gerade das Facebook-Veranstaltung da reingepostet. Ja. Genau, und dann bin ich noch gebeten worden von einer anderen Projektfrau, Leiterin. Jetzt schaue ich kurz. Und zwar gibt es die Förderschiene internationale Jugendbegegnungen, heißt es. Gell? Da werden Zusammenkünfte von jungen Leuten aus ganz Europa gefördert, die halt für einen bestimmten Zeitraum, für ein paar Tage zusammenkommen. Und das Ganze steht unter einem Thema. Diese Jugendbegegnung heißt Can We Talk? Findet in Neumarkt in der Steiermark statt, ja, 21. bis 29. August. Zielgruppe sind Youngsters zwischen 19 und 25 Jahren, oder 18 und 25. Die Leute kommen aus Österreich, Ungarn, Italien, Polen und Bulgarien. Es geht um Exploring and Experiencing Communication, Cultural Exchange, Developing Competences, Understanding and Living Inclusion, Creating Connections. Mein Gott, die werden verschiedene Dinge, es ist ein bisschen in Richtung Selbsterfahrung oder so geht es. Das habe ich euch auch in Link ausgesucht. Das findet, warte mal, das findet, wo habe ich das? Da haben wir es auf Drive online, gebe ich euch auch einen Chat, gell? Zack. Da ist das Dokument. Dann, was wollte ich euch noch? Genau, den Link zum Podcast von, was meine Kollegin Anna mit der Lisa gemacht hat. Da haben wir einen Link und das könnt ihr auf Spotify anhorchen und auf Apple, wie heißt es? Frag mich nicht und sonst was, also kann man das nicht nachhorchen. Habe ich das jetzt schon geschickt? Ja. Das sind zwei Links, gell? Genau. Was habe ich euch noch ausgesucht? Wer nachlesen will zu dem Doku Artificial, das war auch ein Doku-Abend, Artificial war der Film, hat in der Corona-Zeit stattgefunden, deswegen haben sie dann einfach als Podcast aufgezeichnet das Interview mit dem Experten Dr. Robert Hofrichter. Ansonsten gibt es im Anschluss an diese Doku-Abende immer Live-Diskussionen mit Experten, was das Ganze natürlich interessant macht, weil sonst kann ich leider daheim sitzen und mir das daheim anschauen. Nicht? Also dafür brauche ich kein Projekt. Was habe ich euch noch ausgesucht? Can We Talk habe ich euch geschickt, gell? Und ganz, also ich finde das so nett, dieses Booklet von Easy to Nature. Habe ich euch auch da geschickt. Warte mal, das habe ich jetzt als File. Ist aber auf der Homepage der Nationalagentur. Da, zack. Da ist, das ist die Projektbeschreibung auf der Seite der Nationalagentur und da gibt es auch dieses nette Video mit die Easy to Nature von unserer Mäuzer, die halt leider nicht sprechen kann. Und das Booklet, das ist so nett und die Rezepte, ich finde es total super. Ja, das sind die Dinge, die ich euch vorbereitet habe, glaube ich. Lasst mich mal kurz schauen, ob ich noch was... Genau, ah ja, falls es für jemanden von euch von Interesse ist, ich habe heute davon das Land Steiermark hat einen Fördercall ausgegeben, Projektfonds Steiermark 2020, Solidarität leben, einander helfen, Unterstützung für Ehrenamtliche und Kommunen zur Bewältigung der Alltagshilfe in der Corona-Krise. Also falls dazu jemand ein Projekt eine Idee hat oder was macht oder was auch immer, Förderung. Gell? Ich gebe immer gern alles weiter, wenn ich was her. Da oder dort gibt es eine Förderung oder eine Kofinanzierung oder so. Man schließlich kommen die Leute zu mir, weil sie Geld brauchen. Gell? Und das gibt es dann immer.
So, also das habe ich habe euch die Links jetzt mal da eine kopiert. Ihr könnt euch die jetzt dann entweder gleich mal aufmachen oder die, von denen ihr E-Mail-Adresse habt, kriegen sowieso. Jetzt muss ich es gleich durchchecken. Ich habe nicht von allen die E-Mail-Adresse. Also die, die mir kein Mail geschrieben haben, die sich jetzt nicht per Mail bei mir angemeldet haben, bitte schreibt eure Mail-Adressen ein in den Chat. Dann nehme ich euch auf und ihr kriegt auch eine Nachsendung zu dieser Veranstaltung. Wer möchte? Weil es haben sich einige haben sich ja angemeldet im Vorfeld, aber ich habe gesehen, es sind, glaube ich, 2, 3 oder so sind dazu gekoppelt, die jetzt halt so teilgenommen habe, weil ich am Schluss dann eh. Also ich habe es mit Anmeldung gemacht für den Fall, dass wieder technisch irgendwas ist, aber es hat eh alles gefunkt. Und dann haben wir es eh öffentlich ausgedingst. Ja, Johannes, deine Mailadresse habe ich ja natürlich. Okay, den Florian Woschnack, den hätte ich, glaube ich, auch noch wo rausgefunden. Danke. Ich habe mir eh mitgeschrieben, ungefähr, wer teilgenommen hat, glaube ich. Aber nicht mal alle, manche sind später gekommen. Jetzt muss ich da schauen. Genau. Also noch einmal der Aufruf. Wer mir noch kein Mail geschrieben hat, bitte jetzt in den Chat. Oder wer sagt, ich möchte nicht, dass meine Mailadresse hier aufscheint, schickt mir das an meine Mailadresse, die schreibe ich jetzt da ein. Wer es nicht weiß, schreibt es mir Mail und sagt es bitte eine Nachsendung zu der Veranstaltung. Gell? Also meine Mailadresse seht ihr jetzt an A. So. Ja, ich würde mal sagen, schaltet einmal alle auf laut und sagt einmal alle irgendwas. Ich rede da die ganze Zeit allein vor mir hin. Hat euch das jetzt was gebracht oder nicht? Habe ich zu viel geschwafelt? Ich meine, ich sitze da gell, im Homeoffice, weil wir haben keine gescheite Internetverbindung drinnen. Und ich schwafel und keiner sagt was. Sandra, deine Mailadresse habe ich natürlich auch. Okay. Das war eine großartige Sache. Für mich war es sehr interessant, die Berichte von den anderen, auch die praktischen Hinweise. Und das kann ich gut brauchen, um wenn aber Leute bei uns anfragen, um denen das weiterzugeben und die auch aufzufordern, was zu machen. Was die Antragsfristen betrifft, mit Oktober, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also mit September sollte eigentlich alles klar sein. Man kann jetzt Leute ermutigen, dass sie was angehen und diese kleine, aber feine Förderschiene in Anspruch nehmen. Die wahrscheinlich mit komplizierten Formularen, aber im Vergleich zu anderen recht einfach durchzuführen ist, weil es pauschal gewährt wird. Für mich ist noch die Frage, wie weit abgesichert ist, dass das in der nächsten Programmperiode weiterlaufen wird? Dazu habe ich, glaube ich, gestern eine Mail reingekriegt. Also wir haben jetzt nicht mehr den Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsidenten, sondern die Frau Ursula von der Leyen. Und ich habe nichts gehört, dass es abgedreht werden soll. Von dem, wie sie sich gibt, dürfte das eventuell sogar ausgeweitet werden. Aber vielleicht hast du da andere Informationen schon erhalten. Ja, Moment. Gestern, glaube ich, war das. Wartet, ich schau gerade. Jetzt brummt deine Stimme ein bisschen so. Entschuldigung, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, soll weiterlaufen. Also derzeitiger Stand der Information wird alles weiterlaufen. Beziehungsweise, wer immer schnell up-to-date sein will, tragt euch in meinen Newsletter ein. Beziehungsweise, ja, meistens wird der falsche ausgewählt. Wir haben auf der logo.at, kann man sich für Newsletter anmelden. Man muss dann halt runterscrollen. Das ist der Newsletter Förderungen und Internationales. Gell? Also nicht den ersten auswählen, sondern den darunter. Warte, ich suche euch einen Link außer. Also der wird da up to date gehalten oder durch auf Facebook die Nationalagentur adden oder mich. Ich schaue gerade, was hat die Nationalagentur auf Facebook? Warte mal, wie heißen die? Ich glaube Jugend in Aktion Österreich, Austria, irgend sowas. Wie heißen
Weil da wird es immer sofort informiert, sobald es Neuigkeiten gibt, sobald es, zack, da haben wir einen im Chat. Solidaritätskorps.at heißt es. Schau. Da sind sie immer ganz schnell. Auf der Homepage hinken sie oft ziemlich hinterher, muss ich sagen. Das ist so ein nächstes Ärgernis, wenn ich dann von Projektleitern angeredet wäre, weiß ich nicht, sind schon die Antragsformulare online oder das Handbuch fürs nächste Jahr heraus und wir wissen von nichts und dann schaue ich auf die Seiten von der Deutschen Nationalagentur, das ist alles schon da. Oder wenn Leute sagen, ich habe auf der Seite der Deutschen Nationalagentur gesehen. Also auf die Seite würde ich mir nicht immer unbedingt, auf die Homepage würde ich mir nicht verlassen, würde ich eher auf Facebook oder so dann schauen. Danke Johannes für den Link, www.solidaritätsclubs.at, stimmt. Florian, danke für die Teilnahme. Tschüss. Mein Mikro brummt. Brummt es noch immer? Ja, immer stärker. Was ist da los? Brummt es noch immer? Ja, immer wenn ich sage. Ich merke gar nichts. Okay. Ich habe jetzt ganz auf leise getan. Noch immer? Ich habe dem Sinne zu wenig bezahlt. Verdammt. Einfach mal deine Audio auch auszuschalten und wieder einzuschalten und sonst alle anderen mal auf Stumm zu werden. Vielleicht ist das besser. Immer? Noch immer? Brummt es noch immer? Jetzt bist du ausgeschaltet, Faustina. Jetzt bin ich wieder eingeschaltet. Und knurrst noch ein bisschen, aber es macht nichts. Man versteht dich noch. Okay, wobei, vorher hat es funktioniert. Immer. Jetzt. Das ist die Hauptsache. Jetzt brummt es ein bisschen wie eine Hummel, nicht wie eine Biene. Kann ja nicht sein. Okay, aber es verlassen uns ja schon die Ersten. Ein paar haben sich schon verabschiedet. Tschüss. Tschüss, Max. Gibt es jetzt noch Fragen oder was habe ich noch auf der Agenda? Ja, eigentlich haben wir so ziemlich alles durch. Also das Wichtigste, mein wichtigstes Anliegen für heute war, dass ihr wirklich so ein bisschen einen Einblick kriegt in das Leben der Projektmenschen, in die Praxis. Ich kann nur noch mal sagen, danke euch. Es ist großartig, dass wir euch an Bord haben. Für Fragen, weiß nicht, praktischer Natur und so weiter oder projektmäßig. Also wie gesagt, meldet euch einfach bei mir, macht euch einen Termin mit mir aus, wenn du sagst, jetzt weiß ich noch immer nicht, was geht damit. Meldet euch einfach und macht euch was aus. Ich tue das sehr gern, ich tue unheimlich gern, ich finde es immer unheimlich super, wenn ich so einen Prozess mitbegleiten darf, von einer nebulosen Idee bis wirklich zum Schluss, von wenn du am Anfang nicht einmal gescheit weißt, was will denn der oder was könnte man da machen, dann die Zitterpartie, ja wird es genehmigt oder nicht, oder habe ich noch nicht gehabt. Nicht? Also es gibt es auch noch 15 Jahre noch immer, dass du Dinge, Projekte hast, wo du denkst, ja weiß ich jetzt nicht, ob sie das genehmigen, gell? Aber es ist lustig, sage ich einmal. Und wenn die Dinge dann tatsächlich stattfinden und umgesetzt werden und was die Leute alles lernen dabei und für Begeisterung haben, und also das ist super, ja. Also meldet euch, wie gesagt, wenn es was braucht, gell? Ich glaube, ich habe jetzt dann auch die E-Mail-Adressen, die von denen, die es halt möchten. Und ja, passt, gerne. Gerne, gerne. Tschüss an die, die gehen müssen. Wer will, kann gerne noch ein paar Plauschall bleiben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt. Dann machen wir mal so offizielles Beendigen. Leider gibt es es ja nicht mehr, dass man noch die Veranstaltungen so fein zusammensteht und nur ein bisschen plaudert. Nicht? Ich kann es euch gleich anbieten. Wer will, bleibt noch ein bisschen da. Und ansonsten machen wir offiziell Ende.
Danke noch einmal, hat mich gefreut, dass du da warst. Tschüss. Danke und tschüss an alle, die noch da sind. Ciao. Bleibt noch mal da, auf ein Applaus schauen. Johnny Rachmann und Chic. Bei mir war